Ja, servus! Wir machen heute zusammen ein Spätzle-Gericht und zwar aus Bärlauch-Spätzle. Es ist jetzt demnächst Bärlauchzeit und ich konnte Bärlauch sammeln. Wenn auch nur eine kleine Menge. Aber zuerst bereiten wir uns vor, indem wir Käse raspeln, Bauchspeck in Streifen schneiden und eine Zwiebel in kleine Würfel. Wir kochen die Spätzle natürlich nachher im kochenden Salzwasser und deswegen geben wir eine richtig große Menge an Salz ins Wasser hinein. 1 bis 2 Esslöffel. Dieser kleine Bund Bärlauch, den ich sammeln konnte, den schneiden wir klein, damit wir nachher besser in den Pürierbecher mit dem Wasser geben können, weil mit dem Wasser berührt sich es einfach besser. Ihr wisst ja, ne? Bärlauch sammeln bedeutet nur den Eigenbedarf sammeln. Bitte denkt dran. Ich möchte in Zukunft auch immer Bärlauch sammeln dürfen. Weiter benötigen wir nun eine Rührschüssel und dort geben wir 5 Eier hinein. Aber natürlich schlagen wir die vorher auf. Auch geben wir schon in den Teig ein bisschen Salz hinein. Natürlich alles zum Wohle des Geschmacks und der Bärlauch mit dem Wasser, also das Pürierte und gleich das Mehl danach kommen in die Rührschüssel hinein. Und mit dem Handmixer vermixen wir das Ganze dann richtig lange. Sollte halt schon ein homogener Teig werden, das Ganze. So ein richtig schöner Spätzleteig. Ja, und ich nehme diesmal eine Spätzlereibe und reibe den Spätzleteig in das Salzwasser hinein. Natürlich sind es dann eigentlich eher Knöpfle, die daraus entstehen. Aber das macht nichts. Es ist ein Spätzleteig und somit schmecken die auch wie Spätzle. Dann lassen wir kurz das Wasser aufkochen und alle Spätzle, die an der Wasseroberfläche schwimmen, holen wir dann mit dem Schaumlöffel heraus. Aber wie ihr seht, der Bärlauch hat die Spätzle grün gefärbt. Das sieht jetzt schon für mich so richtig lecker aus. Da wir ja so schön alles vorbereitet haben, können wir jetzt anfangen, das Gericht zu kochen, das was wir vorhaben. Und dafür geben wir Butterschmalz in die Pfanne und braten dann dort den Speck an. Beziehungsweise wir lassen ihn aus, damit das ganze Fett vom Speck in der Pfanne verbleibt. Das Fett ergibt natürlich nachher den Hammergeschmack. Den Speck schmeißen wir natürlich jetzt nicht weg, sondern den bewahren wir auf, weil später geben wir dann die Speckstreifen oben noch auf das Gericht drauf. Deswegen haben wir auch am Anfang nur eine kleine Menge an Butterschmalz in die Pfanne gegeben, sozusagen als Starter. Der weitere Schritt ist jetzt, die Zwiebel in dem Fett anzudünsten. Und jetzt sage ich euch nochmal einen Trick. Wir haben das Kochwasser für die Spätzle natürlich jetzt nicht weggeworfen, sondern wir nehmen ein, vielleicht auch 2 Schöpfer und geben die in die Pfanne. Und weiter auch gleich die Sahne, sodass wir jetzt eigentlich gar nicht mehr salzen müssen, sondern nur noch pfeffern. Wir lassen anschließend das Ganze einköcheln, reduzieren und geben den Käse später hinzu. Es ist ja dann auch logisch, dass das Ganze richtig schön sämig wird. Genau der richtige Zeitpunkt, die Spätzle jetzt hinzuzufügen. Es macht jetzt auch nichts, dass jetzt nicht die ganzen Spätzle verwendet werden. Die kann man richtig gut im Kühlschrank für 1 bis 2 Tage aufbewahren. Und das könnt ihr jetzt natürlich nicht riechen. Die ganze Küche riecht nach diesem Bärlauch. So lecker. Es wäre schön, wenn ihr das jetzt riechen könntet. Mit dem Gericht sind wir schon fast am Ende. Wir rühren das in der Pfanne jetzt noch kurz durch und schon können wir eigentlich auftischen. Und dann mache ich natürlich mal wieder so eine gehörige Nobby-Portion auf den Teller.
Und jetzt kommt dann auch wieder der Speck ins Spiel. Den gebe ich jetzt drüber. Natürlich nicht gleich die ganze Menge. Also ihr müsst mir echt recht geben, das sieht doch hammermäßig lecker aus. Ja, also dann probiert's doch mal selbst. Es lohnt sich richtig, wirklich. Nun, aber wir sind am Ende angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.